Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, beim konstruktiven Dialog zwischen Franz Hörmann, Alfred Striegel und Christian Kreis im Rahmen des Forums Seitenstätten 2021. Dieses außergewöhnliche Format der konstruktiven Dialoge sieht vor, dass nicht der Moderator die Experten einzeln vorstellt, sondern dass die anwesenden Experten einander gegenseitig präsentieren, indem sie einander kurz erzählen, welche Lösungsansätze sie aneinander als besonders wertvoll wahrgenommen haben. Und ich darf gleich Franz Hörmann einladen, damit zu beginnen, kurz seine Expertenkollegen zu präsentieren. Bitte. Ja, vielen Dank, lieber Otto. Ich hatte ja die Gelegenheit, diese kurzen Statements und Interviews meiner beiden Kollegen mir anzusehen und beziehe jetzt meine Aussagen insbesondere auf das, was ich dort vermittelt bekommen habe. Zunächst zu Alfred Striegel, den ich sehr schätzen gelernt habe als insbesondere einen empathischen Praktiker, der das Leben grundsätzlich sehr mehrdimensional betrachtet und nicht auf finanzielle Größen oder eindimensionale Zielvorgaben fixiert. Er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass für ihn Liebe ein sehr zentrales Konzept ist und vielleicht in unser aller Leben auch mehr sein sollte. Und er betrachtet Geld nach Möglichkeit immer als Geschenk. Er hat auch erkannt, dass Fülle in unserem Leben in Wahrheit schon vorhanden ist. Wir sollten sie nur wahrnehmen. Er hat sogar die Aussage getätigt, dass seiner Meinung nach wir das Geld als Instrument, um unsere Gesellschaft zu steuern, gar nicht mehr brauchen. Sehe ich ziemlich ähnlich. Werden nicht alle Menschen verstehen. Vielleicht kommen wir dann im Zuge unserer Ausführungen noch näher auf diesen Punkt zu sprechen. Weiters hat er mir aus dem Herzen gesprochen. Wie er gesagt hat, der Versorgungsgedanke widerspricht der Konkurrenz. Wir sollten also mehr kooperieren und weniger versuchen, andere zu übertreffen. Und er plädiert für eine Ökonomie der Liebe. Als akademischer Wissenschaftler widerspricht mir das zwar ein wenig, denn die Ökonomie befasst sich immer mit dem optimalen Einsatz knapper Ressourcen. Und Liebe ist ja im Prinzip genau das Gegenteil. Das ist der verschwenderische Umgang mit unserer Gefühlswelt, also mit dem immateriellen Bereich. In diesen Aussagen finde ich mich sehr gut wie selbst wieder. Und wenn er sagt, er wünscht sich Europa in der Zukunft als einen Garten der Welt, dann kann ich das auch nur unterschreiben. Ja, Gärten sind vor allem auch, wenn es die Verantwortung des Gärtners betrifft, wohl das Schönste, was wir in unser Leben einbringen können. Zum Kollegen Christian Kreis möchte ich sagen, dass ich es sehr schätze und bewundere, dass er aus einer Laufbahn als Investmentbanker offenbar in einem sehr hohen Grad der Reflexion den Ausstieg gefunden hat und sich mit den wirklichen Grundlagen und den Paradoxien der eigenen Wissenschaft auseinandersetzt. Ich selbst hatte ja ein bisschen den Vorteil, in die Verlockungen eines lukrativen Berufsstands von Beginn an gar nicht erst eingestiegen zu sein, weil ich diese Kenntnis, Widersprüche und Paradoxien bei Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung schon vorher erfahren durfte. Es freut mich, dass er erkannt hat, dass unsere Spielregeln in der Ökonomie immer menschgemacht sind, dass es hier um keine Naturgesetze geht, wie das Gravitationsgesetz beispielsweise, auch wenn das im Unterricht im Hörsaal mitunter so vorgestellt und vorgetragen wird, und dass diese Regeln aus seiner Sicht asozial und zerstörerisch sind. Dass nur Profit und Kapital zählt und dass das in Wirklichkeit Maßgrößen sind. Dass die Zielsetzungen, also die Anreize dieses Systems, seiner Meinung nach von einem kranken Gehirn, von einem profitmaximierenden Brain, wie er das genannt hat, erdacht wurden, das sehe ich ganz ähnlich. Wenngleich ich mich hier jetzt auch, und ich denke, dass er mir da zustimmen wird, ich da nicht unbedingt eine Schuldzuweisung verpacken und transportieren möchte. Denn diese Systeme, diese Lebensformen wirken unmittelbar auf die Menschen, die im System leben, zurück. Er hat erkannt und das auch ausgesprochen, dass nicht wir für das Geld da sein sollten, sondern das Geld für uns. Und wenn wir jetzt erkennen, dass Geld ein Werkzeug ist, dann sind wir drei uns wahrscheinlich alle einig, dass wir Werkzeuge im Zeitablauf auch jederzeit verändern können.
Und das ist ja das Ziel unseres Hierseins. Und daher möchte ich gerne jetzt an einen meiner nächsten Redner und Kollegen weitergeben. Ja, vielen Dank, Franz, für diese Vorstellung deiner Kollegen. Alfred, magst du vielleicht fortsetzen, bitte? Ja, herzlich willkommen auch an die Runde, lieber Otto, lieber Franz, lieber Christian. Ich kenne den Franz schon länger, deshalb möchte ich beim Christian beginnen. Also der Franz ist mir ein lieber Freund geworden über die letzten Jahre. Wir sehen uns zwar nicht oft, Franz, aber ein Freund im Sinne, im Geiste. Von Christian Kreis habe ich nur namentlich etwas gewusst, habe immer gewusst, es existiert der Christian Kreis, er ist auf der Hochschule tätig und habe immer wieder positive Dinge gehört und habe mich sehr gefreut, dich jetzt in diesem Video sehen zu dürfen. Uns verbindet die Welt, dass ich viel mit Investmentbankern arbeite, real noch. Also ich begleite und berate Investmentcompanies, aber das sind vielleicht die Guten von den Bösen. Raiffeisen und Erste Bank, das sind vielleicht ganz liebe kleine Fische. Außerdem nur das Nachhaltigkeitsinvestment dort, also nur die Sustainability Groups dort und mache mit ESG und SDG-Bewertungen und so weiter. Christian, danke, dass du durch diese Welt hindurchgegangen bist und dich weiterentwickelt hast. Das habe ich beim Christian sehr, sehr schätzen gelernt. Danke, dass du mir gezeigt hast, in welcher Art von Kapitalismus wir leben, nämlich Rentenkapitalismus. Ich habe sehr geschmunzelt, oder Renditenkapitalismus, aber Renten ist ja noch viel besser. Und mich begeistert das Entrepreneur-Denken, das du hast. Also das unternehmerische Denken. Geld kann ein Instrument sein, um Entrepreneure, junge Menschen zu begleiten, sie hinaus zu begleiten. Die Fülle des Geldes, die wir haben, die ja schon verrückt ist, wo du eigentlich sagst, es muss sofort ein Schuldenschnitt her und es sollte viel mehr Gemeinwohlorientierung in die Wirtschaft kommen, auch bei der Geldvergabe schon, bei Kreditvergabe, dass du eine fundamentale Kritik hast, ob Zins und Zinseszins überhaupt ein vernünftiges Werkzeug ist. Da möchte ich eine Anleihe nehmen. Bei dir, Franz, habe ich so schön gelernt, dass der Theologenstreit ja gemeint hat, die Zeit ist Gott gegeben, also darf sie nicht der einen oder der anderen Partei zugeschrieben werden. Ich hab herzlich gelacht, weil Franz, das habe ich noch nicht gewusst. Also ich lerne mit euch so viel, das hat mich gefreut. Also ein neuer Gesellschaftsvertrag im Sinne der Gemeinwohlorientierung. Christian, dass du die Gemeinwohlökonomie nennst und Christian Felber beim Namen nennst, finde ich mutig. Also ich finde uns drei übrigens mutig. Vielleicht stehen wir schon so außerhalb des Mainstreams, dass wir uns Dinge zu sagen trauen. Und wir unterscheiden uns trotzdem, Christian. Also ich glaube, die Welt im Gespräch später wird uns noch vielleicht zusammenfinden. Da kommt es noch. Also ich bin bei dir, bei dem Thema, Christian, beim Thema Bildung. Hochschulbildung, Schulbildung, Lehre, Menschen begleiten, Bewusstseinsbildung, Herzensbildung, also da bin ich, da sprichst du mir aus der Seele. Ja, und letztes noch beim Christian, dass Geld ein Thermometer ist für die Wirtschaft oder das wirtschaftliche Tun. Wir fiebern vielleicht im Moment gerade, weil wir Erderwärmung haben und was auch immer und wir tun vielleicht viel zu viel. Und Corona sei Dank, wird es vielleicht eine Möglichkeit geben. Ich habe mit Geseko von Lübcke vor ein paar Tagen telefoniert und er hat gemeint, wir haben eine ganz große Initiation gerade, einen großen Initiationsritus als Gesellschaft. Und ja, ich komme zum Franz. Mich mit dem Franz verbindet auch diese Fröhlichkeit und Herzlichkeit und wie ich dich vor über 10 Jahren das erste Mal in den Medien wahrgenommen habe, habe ich mir gedacht, wow, dieser Mann hat Mut. Der traut sich Dinge zu sagen, die viele denken und viele verurteilen den Franz dann trotzdem noch, obwohl sie selber auch denken. Also da habe ich mir gedacht, wie gibt's denn das? Also da haltet ihr doch besser den Mund und schweigt staunend, aber nicht auch noch anders. Die Fülle, also die Freude und die Fülle an dem Thema. Also wir leben in Fülle, Geld ist Fülle und Geld ist eine Gabe.
Ich habe gesagt, ein Geschenk. Du hast gesagt, eine Gabe. Geld kommt als positive Gabe in die Welt. Also ich bekomme Gänsehaut, Franz, wenn das dereinst gelingt. Ich bekomme wirklich positive Gänsehaut. Nicht als Schuld und diese komische, auch katholische Haltung, sondern Freude. Und mit Freude entsteht Geld. Ein bisschen ein Hinweis hast du gegeben auf digitale Währungen, digitales Vollgeld, moderne digitale Währungen. Ich bin diesem Experiment sehr offen gegenüber aufgestellt. Vielleicht hast du, Franz, noch mehr Ahnung, wie das uns begleiten kann in die Zukunft. Ich habe noch ein paar Sachen zu dir aufgeschrieben. Ja, auch das Thema Bewusstseinsbildung ich nenne das immer Geldarbeit, also wirklich mit dem Gefühl zum Geld arbeiten und dass du auch Themen ansprichst rund um das Geldsystem, wie zum Beispiel Macht, das ist eine Machtfrage. Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, damit wir uns besser vertragen. Ich glaube, das ist gut so, dich beschrieben zu haben, Franz. Danke. Ja, danke, Alfred. Christian, bitte. Ich möchte beginnen mit Alfred Striegel. Zunächst mal willkommen, dass wir jetzt auch offiziell noch willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass ich in der Gruppe dabei sein darf. Also zum Alfred Striegel finde ich gut die Aussage, Geld ist genügend da. Es wird nur falsch verteilt oder kommt nicht in Umlauf. Wir haben eine Fülle und das ist tatsächlich so. Ja, es ist ganz viel da. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Gedanke, dass wir eigentlich nicht drum konkurrieren müssten, aber es tun, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und auch der Hinweis von Alfred auf Rudolf Steiner, dass man Geld leihen, schenken, oder könnte und dass man eigentlich langfristig gesehen das Geld gar nicht mehr in dieser Form, wie es heute ist, brauchen würde. Und auch diese Reiche, die da durchkommt, diese Liebe, was ja schon war, Liebe ist eigentlich aus dem Herzen raus fast unerschöpflich. Naja, je nach Stärke des Herzens. Aber dass wir eigentlich eine Fülle haben und nicht immer in diese Konkurrenz gehen sollten. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass Bewusstsein einfach erwähnt wird, dass wir über die Dinge nachdenken müssen aus einer neuen Perspektive, aus verschiedenen Perspektiven. Das ist auch ein ganz, ganz elementar wichtiger Satz. Die Bewusstseinsbildung heute, dass wir geradezu dazu aufgerufen sind, auch durch Covid, durch die ganzen Geschichten. Also es ist geradezu brennend, ja, dass wir ein anderes Bewusstsein entwickeln oder zumindest mal drüber reflektieren, wo stehen wir eigentlich, warum stehen wir da, wo wir stehen. Also diese Liebe, diese Fülle, das, was so durchkommt bei dir, dass wir dazu hinkommen könnten, das finde ich ein großartiger Gedanken, ist, glaube ich, verdammt schwer, da hinzukommen. Und Franz Hörmann habe ich schon länger verfolgt, auch schon ähnlich dem Alfred Striegel, schon seit weit über 10 Jahren mit einer turbulenten Geschichte, wo ja auch viel Unrecht geschehen ist, ja, viele Falschurteile, wie das ja oft gemacht wird, nicht erst seit 2020. Und da finde ich auch diesen Ansatz, dass Geld eigentlich gar kein physischer Gegenstand ist, sondern dass das auch eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist. Und wir sehen es aber immer mehr als Selbstzweck an. Oder es wird uns auch oft so suggeriert, dass es ein Selbstzweck ist. Und dass wir eigentlich, das ist ähnlich wie beim Alfred Striegel, dass wir eigentlich kein Nullsummenspiel bräuchten, sondern ein Mehrsummenspiel oder ein wir haben ja eigentlich ein Spiel der Fülle. Es ist nicht wie bei Monopoly, dass nur einer gewinnt, sondern es ist einfach genügend da. Das ist eine große Ähnlichkeit, finde ich, zwischen dem Alfred Striegel und dem Franz Hörmann. Das ist auch ein wunderbarer Gedanke und der aus Ökonomenmund ist natürlich umso ungewöhnlicher oder mutiger vielleicht. Und das andere, ein anderes Thema ist auch Bewusstsein, dass wir unser Wissenschaftsdenken überdenken sollten, ja, was jetzt auch der Umgang mit den Lockdowns anlangt. Dass Wissenschaft heute als solche sehr stark instrumentalisiert wird, dass wir auch keinen offenen
Dialog mehr haben, sondern dass es sehr normativ benutzt wird. Hat er gerade vorhin nochmal erwähnt, und das ist auch ganz elementar wichtig, denn so wie wir denken, gehen wir an die Welt ran und so formen, so shapen, so formen wir die Welt und so stellen wir auch die Weichen. Das sind also großartige Gedanken, die ich sehr bewundere an Franz Hörmann und auch so an Alfred Striegel. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, danke, Christian. Also ich habe eher einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und da fällt mir das Zitat von Einstein ein, dass er die Theorie bestimmt, was wir beobachten. Und ja, in dem Sinn sage ich mal danke für das gegenseitige Präsentieren. Und die nächste Runde, also mag ich nutzen, dass jeder nochmal die Gelegenheit hat, auf das zu reagieren, auf das Expertenfeedback, das Sie gerade erhalten haben. Und ich werde bei der Reihenfolge bleiben, wieder bei dem Franz beginnen. Ja, vielen Dank, lieber Otto. Vielen Dank, liebe Kollegen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr so im Kern meine Zielrichtung und Intention korrekt verstanden und beschrieben habt. Und ich glaube, dass wir drei hier sehr einheitlich schwingen, dass wir in Resonanz gehen in den zentralen Themenstellungen und dass wir insofern resonieren, also wir erkennen, dass wir eine umfassende, holistische Gesellschaftsreform benötigen. Dass es also nicht reicht, sich jetzt nur auf das Geld zu fokussieren, nur auf den Bereich Wirtschaft, vielleicht auch nicht nur auf den Bereich Bildung, obwohl der natürlich ganz zentral ist, auch für die nächsten Generationen, sondern dass wir in einer organischen, lebendigen Art und Weise diese Gesellschaftsbereiche wieder miteinander verbinden sollten, sodass wir, wie im menschlichen Körper auch, ja, auf der Gefühlsebene kommunizieren lernen, wieder lernen. Ja, das, was man uns vor allem in der akademischen Bildung, habe ich selbst erfahren dürfen, sehr stark uns abtrainiert wurde. Ja, also die emotionale Reaktion, die wird ja geradezu abtrainiert. Nicht? Das darf ja gar nicht sein. Ein Wissenschaftler mit Gefühl, ja, der vielleicht eine Bauchentscheidung höher schätzt, ja, als einen Algorithmus, der wird ja von der Kollegenschaft nicht einmal ernst genommen. In Wirklichkeit ist aber der emotionale Bereich, glaube ich, der wertvollere Bereich des Menschen. Wir werden viel öfter über den Verstand getäuscht als über das Gefühl. Unser Problem ist, dass wir in emotionaler Inkompetenz gehalten werden, von klein an, was ja schon damit beginnt, dass Kinder heute genauso streiten wie später Erwachsene oder ganze Völker. Ja. In diesem falsch verstandenen Knappheitsdenken und in diesem Egozentrismus. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann gibt es viele wunderbare Möglichkeiten, wie wir aus dem herausfinden, wenn wir zunächst einmal den Mut haben, zu erkennen, dass wir alle von diesen Entwicklungen betroffen sind und dass wir da alle auch unsere Schwächen mitbringen, aber auf das Verständnis hoffen dürfen unserer Mitmenschen, dass sie uns auf dieser Entwicklung begleiten können. Wunderbar, danke schön, Franz. Alfred. Ja, auch vielen Dank. Ich freue mich, dass ich gesehen werde und ich freue mich, dass ihr seht, dass ich euch sehe. Also das ist wahr und wertgeschätzt sein. Es braucht jetzt noch ein Verbinden. Ich stelle den Kopf auf die Ebene des Herzens und auf die Ebene des Bauches. Ich stelle die alle nebeneinander. Ich habe euch ja meine Theorie von den 7 Kapitalarten erzählt. Und ich habe deswegen die Zahl 7 gewählt, weil es sind die 7 Chakren. Und das Geld ist in meiner Idee im 6. Chakra, im Buddhi-Chakra. Und so geht es von oben nach unten. Unten ist das Naturkapital und in der Mitte ist das Herzens- oder Sozialkapital. Und weiter oben, der Geist ist da weiter oben. Das ist schon dann das Finanzkapital und überhaupt das Kronenchakra ist dann Geistkapital, Ideenkapital und so weiter, Kreationskapital. Schön, dass ich gesehen bin. Schön, dass ich solche intimen Dinge, wie zum Beispiel, dass ich auch 7 Kapitalarten assoziiere mit 7 Energiezentren im Körper, dass du, Franz, assoziierst, auch den Körper und die Gesellschaft zusammentust, dass wir holistischer werden. Ja, ich freue mich, wie wir einen holistischen Gesellschaftsentwurf zusammenbringen und auch dann in den Wandel bringen. Eines noch,
Vor 10 Jahren hat in der Nachhaltigkeitsszene immer jeder gesagt, wenn wir das Geld in Hülle und Fülle zur Verfügung haben, dann machen wir ganz viel Blödsinn, dann werden wir ganz viel Konsumismus haben und ganz viel Ressourcen verbrauchen und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und das ist für mich kein Argument mehr. Ich glaube, wir haben Geld, wir haben es jetzt schon, obwohl wir es nicht sehr bewusst machen, in Hülle und Fülle. Ja. Und machen wir das Beste draus. Ja, danke, Alfred. Christian? Ja, was ich jetzt so jetzt neu gehört habe von euch beiden, haben wir viele, viele Gemeinsamkeiten. Also diese Fülle, dieses andere Denken, diesen Bewusstseinsprozess, auch was der Franz Hörmann gesagt hat, zu in Wissenschaft und kaltes Denken und Emotionen. Das Wissenschaftsdenken ist ungeheuer kalt. Und wir brauchen ganz unbedingt eine Integration von Herz und Hirn. Man kann das Herzdenken nennen oder das Hirn ins Herz nehmen. Sowohl das Herz alleine, die reinen Emotionen, die sind blind und führen uns ins Untermenschliche. Das reine Hirn führt uns in die Kälte, führt uns die reine Logik. Rational ist auch falsch. Wir brauchen eine Verbindung zwischen Herz und Hirn. Beide ist isoliert, sind falsch. Also da bin ich absolut einer Meinung, gerade in der Wissenschaft, die ist so unglaublich so viel emotionale Vorbedingungen, die werden aber fast nie offengelegt. Ja? Das ist eigentlich ziemlich traurig. Die werden dann als objektive Wissenschaft verbrämt. Also dieses Herzdenken ist der eine Gedanke, der mir ganz wichtig ist, dass wir eigentlich diese Fülle hätten. Und das andere, wie können wir ändern? Und da hängt es heute momentan seit März 2020, seit der Covid-Situation, hängt ganz viel mit Mut zusammen und mit Erkennen zusammen. Und das ist so ungeheuer schwer. Denn wenn man wirklich mal einen Schritt macht, um sein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Ich habe da gerade eine Frau kennengelernt aus Kanada, die hat geschildert, sie hat letztes Jahr am 5.5.2020, an diesem Datum, hat sie die ganze Fülle von anderen Meinungen an sich rangelassen, am Telefongespräch. Und daraufhin hat sie einen Kreislaufzusammenbruch gehabt, ist in die Klinik gekommen, ist körperlich zusammengebrochen und hat jetzt ihr ganzes Leben verändert, hat ihr Land verlassen, ihre Familie verlassen. Also um ein bisschen zu illustrieren, wenn man an bisherigen Weltbildern rüttelt, dann zieht es einem den Boden unter den Füßen weg. Und ich habe das zweimal erlebt in meinem Leben. Es ist grausam. Man verliert den Boden, man fällt geradezu in Abgründe und sagt, wo stehe ich jetzt eigentlich noch? Was hält mich eigentlich noch? Da kommen auch Ängste vor, ganz starke Ängste. Das heißt, es ist ganz stark gefragt, ein Mutprozess. Es geht nicht ums Hirnkastel, habe ich das verstanden oder nicht, wie ist jetzt die Zusammenhänge, sondern habe ich die Kraft, diese Erkenntnis wirklich zu ertragen und kann ich mich dagegen stellen, dass man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt hier mein Leben lang zu diesen und diesen Dingen, naja, nicht angelogen worden, aber hinters Licht geführt worden und da so seine eigene Vita, das eigene Leben zu hinterfragen, das ist brutal. Und deswegen glaube ich, dass heute ganz stark bei diesem Bewusstseinsbildungsprozess Mut gefragt ist, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit nach innen gehen, wo stehe ich, und das zu reflektieren, das ist ein lebenslanger Prozess oder darüber hinaus. Also eigentlich geht es nicht um Kenntnis, nicht um Hirnkaste, sondern nochmal diese Verbindung von Herz und Hirn. Wir brauchen ganz stark Mut und Aufrichtigkeit und es ist sehr, sehr schmerzhaft. Dieser wahre Erkenntnisprozess, meiner Erfahrung nach, ist unglaublich schmerzhaft. Und an dem können wir stark arbeiten. Denn es gibt eine Fülle. Ja, wunderbar. Danke. Das ist auch schon gleich die Überleitung, also wie man diese Dinge dann auf den Boden bringt, weil es braucht ja immer einzelne Aktivitäten und Maßnahmen, die dafür geeignet sind, Schritt für Schritt, also in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten voranzukommen. Und das wird jetzt der Hauptteil unserer nächsten Runden sein, nämlich dass ihr bitte eure Ideen für praktisch umsetzbare Aktivitäten und Maßnahmen vorstellt, von denen ihr meint, dass sie geeignet sind, also Schritt für Schritt zur Verbesserung des aktuellen Geld-, Finanz-, Wirtschaftssystems, spielt ja bis in die Gesellschaft hinein. Wenn ihr das bitte kurz beschreibt und dass wir schauen, dass wir diese Ideen dann gemeinsam vielleicht weiter veredeln. Und ich darf wieder die Reihenfolge bei Franz beginnen. Ja, danke, gerne. Also ich kann mir vorstellen, wir erleben ja momentan sehr viel an öffentlichen Aktionen, an Demonstrationen, ja, an
Informations- und Aufklärungskampagnen. Das kommt von den neuen alternativen Medien. Die Mainstream-Medien halten dann wieder dagegen. Ja, die Politik hat auch unglaublich viel Geld in Propaganda, man kann es so nennen, investiert. In den letzten 2 Jahren sind diese Budgets förmlich explodiert. Ja. Ich denke mir Folgendes. Es gibt sehr viele unglaublich kompetente, empathische Berater im Sinne von Coaches, Mentoren, Mediatoren. Ja. Wenn wir hier eine größere Organisation schaffen, wo diese mitfühlenden Menschen in kleinen Gruppen, in Einzelfällen herbeigerufen werden können. Ja, wenn also jetzt zum Beispiel jemand seinen Bankkredit nicht bedienen kann, wenn jemand Probleme hat mit den Maßnahmen jetzt im Umfeld Covid etc., dass man hier vermittelnd tätig wird und sowohl die offiziellen institutionellen Ebenen auf einer sehr freundlichen, empathischen Ebene anspricht, um ihnen zu erklären, dass das, was sie heute als Notwendigkeit betrachten, vielleicht aus einer etwas höheren oder auch späteren Sichtweise nicht mehr so notwendig sein kann. Ja? Und dass wir zu menschlichen Umgangsformen und Zwischenschritten kommen. Das kann den Finanzbereich betreffen, das muss sich aber bei Weitem nicht darauf beschränken. Ich denke jetzt vor allem auch an die Situation der Kinder. Ja? Also die Situation in Kindergärten, in Schulen ist ja momentan katastrophal. Ja, da werden junge Menschen traumatisiert durch bestimmte Vorschriften, von denen viele Fachexperten behaupten, dass das in Wirklichkeit nicht notwendig ist und dass das vielleicht sogar mehr schadet, als es nützt. Und wenn man da jetzt weit weg von jeder Machtdemonstration und auch von jedem Widerstandsdenken und jeder politischen Ideologie einfach auf der menschlichen Ebene versucht zu vermitteln, damit eine empathische Kommunikation wieder möglich wird, damit man den gegenseitigen Standpunkt erfühlen kann, sich einfühlt, ja, und versteht, worunter dieser Mitmensch dann eigentlich leidet, ja, dann denke ich, dass wir in so einer Gesprächsform auch viele Problemlösungen herausfinden werden, die in der rein kalten, wissenschaftlich rationalen, technokratischen Welt einfach nicht wahrnehmbar sind. Du hast das wunderschön gesagt, nicht? Die Theorie sagt, was wir beobachten können. Und wenn wir diese kalte, technokratische Theorie an oberste Stelle setzen, dann verschwindet die Mitmenschlichkeit. Und dann unterleiden die Menschen dann in der Masse. Ja. Und ich denke, das wäre jetzt auch aus unserer christlichen Perspektive heraus die Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Ja, danke. Alfred, so aufsetzend auf den einmal oder vielleicht parallel dazu. Also es geht ja darum, der Friseurin oder Bäckerin oder Otto und Ottilie Normalverbraucher, auch die, was die umsetzen können. Hast du da Ideen dazu? Ja, danke Otto, dass du meinen inneren Zwiespalt erkannt hast. Einerseits hätte ich ein paar so schnelle Rezepte und auf der anderen Seite würde ich gern beim Franz anknüpfen mit seiner Idee der Gründung einer Organisation mit Mentoren, mit Coaches, die diesen Wandel begleiten, auch die Menschen begleiten, weil der Wandel ist ja auch nur Theorie, also die Menschen müssen ja begleitet werden. Ganz schnell ein Zeichen setzen mit Geld. Also wir sind ja heute schon beim Forum Seidenstetten, da geht es um Geld, Geldarbeit, ein Zeichen setzen, Geld in die Hand nehmen, physisch in die Hand nehmen. Wir machen bei Peter König Geldarbeit sehr, wir verschenken Geld, wir nehmen Geld in die Hand und tun es auch real. Das hilft wahnsinnig, dass die Leute merken, huch, oh, wir sind ja gar nicht so verzopft und verstockt, sondern hey, da, nimm 100, 50, 20. Ethikbanken. Du kannst als kleiner Mensch in Österreich dankenswerterweise endlich bei der Umweltcenter Gunskirchen, die ein Konto für ein Gemeinwohlkonto eröffnet, das habe ich schon gemacht. Und du kannst ethische Veranlagung nehmen. Wenn du ein bisschen mehr Geld hast, kannst du in einen Nachhaltigkeitsfonds schon investieren und so weiter. Du kannst direkt Geld verwenden. Also in der Region Menschen unterstützen, kannst bei Crowdfunding-Aktionen mitmachen, kannst bei verschiedenen anderen Projekten einfach mitmischen, wo es einen Vermögenspool gibt.
Kannst dich üben beim Tauschkreis, kannst dich üben bei einer Komplementärwährung, ein wenig üben. Wobei ich glaube, das sind eher Lockerungsübungen für das Große, dass uns das Große gelingt, die große Gemeinschaftswährung flüssiger zu gestalten und schöner zu gestalten. Solidarität üben, also miteinander. Und wir werden einander, und da nähere ich mich jetzt zum Schluss meines Statements wieder an den Franz an, einander Mentoren, Coaches, gute Freunde. Wir erinnern uns in Griechenland, in Spanien, wie es wirklich eng wurde, wie wirklich diese Krise war. Da sind dann plötzlich ein paar Dutzend Leute, 100 Leute immer zusammengekommen, haben einen Wirtschaftskreislauf gebildet, haben eine Art Kaisha, eine Bank gebildet und haben sich selbst unterstützt. Haben gesagt, hey, wir sind viele Gesunde, aber wenn einer krank ist, dann können wir dem den Spitalsaufenthalt zahlen. Wir können dem den Ausfall des Monatsgehaltes zahlen. Wir können einer Dritten das Schulgeld bezahlen und einer Vierten die Wohnung bezahlen. Und dieses Zusammenstehen muss uns alles zusammenbrechen, wieder, damit wir dieses Zusammenstehen lernen. Und das Geld ein schönes Mittel ist, uns dieses Zusammenstehen zu erlauben. Ich hoffe nicht. Also ich wünsche mir es nicht. Ich wünsche nicht in unsere Großvätergeneration, Großmüttergeneration in Schutt und Asche alles zu legen wieder und dann uns erst recht wieder mit den alten Fehlern rausrappeln. Seien wir Mentoren und Coaches, so wie der Franz sagt. Seien wir uns selbst Unterstützer und Freunde. Ja, danke, Alfred. Danke. Christian, welche Ideen hast du für Aktivitäten und Maßnahmen? Das waren jetzt klasse Ansätze von Franz, von Alfred, dieses Zusammenstehen als Gedanke. Also ich finde, man kann ja auf verschiedenen Ebenen vorgehen. Ich habe die mal getrennt in zwei, einmal gemeinschaftlich, gesellschaftlich, politische Lösungen und dann, was können wir gemeinsam tun und was kann jeder einzeln tun. Wir müssen, glaube ich, auf beiden Ebenen vorgehen, politisch. Und da hätte ich eine ganze Fülle von Ideen. Mein Gott, das politische System mit den vielen Lobbyisten in den Parlamenten, so Geschichten, Bannmeile um den Bundestag, Bannmeile um die Parlamente für Industrielobbyisten, ja. Oder, ach da, mein Gott, da gibt es so viele Sachen, diese Vermögensungleichverteilung, die Einkommensungleichverteilung, die wir die seit 30, 40 Jahren beobachten, die sehr, sehr ungerecht ist, ja, eine Abgabe auf leistungslose Einkommen. Besonders schön finde ich, dass es Genossenschaften gibt. Das hat auch vorhin, ich glaube, der Alfred erwähnt, Genossenschaften oder vielleicht was auch der Franz, die Raiffeisenbanken zum Beispiel, dass man von unten rauf möglichst viele Menschen integriert. Genossenschaften halte ich für ein, erstens funktionieren sie unglaublich gut und seit Jahrhunderten teilweise. Und sie sind wirklich basisdemokratisch angelegt, wo nicht ein paar wenige absahnen. Also rein ökonomisch gesehen, Genossenschaften fördern, Stiftungen fördern. Und zwar nicht Stiftungen, um Steuern zu sparen, sondern gemeinwohlorientierte, echte Stiftungen. Also es wären so die politischen, paar wenige politische Ideen, wie man in diese Richtung kommen könnte, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Und auf der individuellen Ebene, da waren ja auch schon Sachen, zum einen über das mit dem Coachen. Ich glaube, dass auf individueller Ebene ganz wichtig ist, dieser Bewusstseinsbildungsprozess. Franz hat auch angesprochen auf unserem christlichen Boden. Ich persönlich bin Christ und verfolge auch so christliche Meditationen seit langem, seit Jahrzehnten. Es gibt einen mitteleuropäischen spirituellen Weg, den die wenigsten Menschen kennen, den auch viele christliche, mittelalterliche Erleuchtete gegangen sind. Den Weg gibt es, den gibt es auch heute noch. Er ist umwerfend. Und ich glaube, da in die Richtung geht es auch. Wir sind als Mitteleuropäer in unserer Tradition und das ist ein wunderbarer Weg. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist gleichzeitig ein sehr schmerzhafter Weg, weil es geht unglaublich ehrlich in sich schauen, wo habe ich meine dunklen Seiten, wo habe ich meine Schwachstellen und in dem Maße, wo ich innerlich an mir arbeite, aber wirklich ehrlich, wo ist mein innerer Schweinehund, wo sind meine fiesen Seiten, es ist so unangenehm und es ist gleichzeitig so unglaublich wichtig. Und meine Erfahrung ist, je mehr man in sich schaut, umso mehr kann man auch nach außen in der Welt erkennen. Je mehr blinde Flecken man in sich hat, umso mehr blinde Flecken hat man auch nach außen. Also da kommt es innen und außen, geht Hand in Hand und wie gesagt, manchmal kann das ungeheuer sein. Ich hatte vor 4 Wochen ein Meditationserlebnis, wo ich
in bitterste Tränen ausgebrochen bin, wie seit Jahrzehnten nicht. Ich will nur darauf hinweisen, wenn man diesen Meditations-, diesen Gebetsweg, diesen inneren Weg, dieses Weg der Chakrenentwicklung, wie es im Osten genannt wird, aber auch in dem mitteleuropäischen Weg, er ist grandios, er ist großartig, aber er ist nicht geschenkt. Und das wäre das Zweite, was dazukommen muss, das, was dieser Bewusstseinsprozess ist, den wir heute ganz dringend brauchen, zu dem wir wahnsinnig aufgerufen werden, tagtäglich mit diesen Masken im Unterricht bei den Kindern, all überall in den Läden und so weiter. Ich glaube, die zwei Dinge sind es. Wir müssen von innen raus, aus dem Herzen raus, aus dem Herzensdenken raus, Erkenntnisprozess raus. Und dann können wir auch die äußeren, die politischen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Ich glaube sogar, es muss zuerst dieser innere Prozess kommen. Ich weiß es nicht, aber rein von außen kann es auf keinen Fall kommen. Ja, danke. Also das, ich bin begeistert von dem. Ich kann sehr gut mit all diesen Dingen und dann auch sehr viele persönliche Erlebnisse, die ich da jetzt also wiederfinden kann. Und ich mag die nächste Runde dafür verwenden, dass wir uns also jetzt wirklich in den Friseur, in die Bäckerin versetzen, die an und für sich gewillt sind, etwas zu tun, aber jetzt vielleicht noch keine eigene Idee haben, was sie tun können. Und dass man auch für diese Leute ganz konkrete Ideen, also wirklich wieder angesprochen, den Otto und die Ottilie Normalverbraucher, wenn man denen eine Idee geben möchte, was sie am besten kurzfristig tun können, um einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass dieser Wandel, der nötig und auch möglich ist, das ist erkennbar, dass wir da Schritt für Schritt vorankommen. Und mal wieder beim Franz beginnen. Ja, was fällt mir da ein? Zunächst glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht der Versuchung erliegen, hier ein generelles Konzept für jeden und jede anzubieten. Denn wie der Christian das schon so schön gesagt hat, jeder Mensch ist da ganz unterschiedlich auf der Reise. Diese Reise und diese mitteleuropäisch-christliche kontemplative Tradition, die zeigt sich darin, dass eben die Menschen, manche schon sehr weit auf diesem Weg sind und andere erst am Anfang stehen. Und entsprechend fühlen sie auch diesen Schmerz, diesen Transformationsschmerz unterschiedlich. Jemand, der den Weg schon weit gegangen ist, der ist auch von diesem Schmerz schon großteils befreit. Aber die, die am Anfang stehen, die nehmen den Schmerz wahr und das ist für sie dann oft das Hindernis, ja, die Versuchung wieder umzudrehen und sich dem nicht aussetzen zu wollen. Ich habe es in meinem Leben so wahrgenommen und ich kann das auch allen empfehlen, dass man die eigenen dunklen Seiten auf keinen Fall verleugnen darf. Ja. Man muss mit der großen Selbstliebe beginnen. Man muss sich so annehmen, wie man ist, ganz objektiv einfach alles anschauen, nicht verurteilen, ja, denn sonst dreht man sich reflexartig wieder um und schaut weg, ja, sondern versuchen, zu den Ursachen zu gehen. Warum bin ich so geworden? Und diese Ursachen dann auch wieder nicht in einer Schuldzuweisung im Außen zu suchen, ja, sondern in den tatsächlichen systemischen Abläufen, denen wir in unserer Gesellschaft unterliegen. Auf die Art und Weise sollte jetzt jeder Mensch sich selbst beurteilen, wie stark bin ich? Und welcher Methode kann ich mich selbst aussetzen, ohne mich und andere zu beschädigen? Das ist jetzt sehr wichtig. Ein kleiner Gewerbetreibender, eine Friseurin oder auch ein Gastronom, die sind natürlich heute in der Versuchung, trotz Lockdowns einfach aufzusperren. Wer fühlt, dass er das durchsteht, auch im Umgang mit den Behörden, ja, auch mit Strafverfahren, die dann vielleicht drohen oder dem Weg zum Gericht, der ist natürlich aufgerufen, das auch wirklich so zu tun. Nicht? Denn das ist jetzt genau der Punkt. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Die stark sind, ja, die sollen für die anderen auf diese Art und Weise zum Vorbild werden. Sie sollen das nicht in einer Form der Konfrontation oder der Beschuldigung tun, sondern sie sollen zu einer offenen, ehrlichen Auseinandersetzung auf der Ebene von Argumenten aufrufen. Ja. Andere, die dafür die Stärke noch nicht fühlen, die sollen in dem Bereich helfen, durch Information, durch eigene Lebenserfahrungen, ja, wo sie sich stark genug fühlen. Ganz wichtig ist in der jetzigen Situation, dass wir uns nicht selbst überschätzen. Ja. Massendemonstrationen können für die Politik ein gutes Signal sein,
Aber wir müssen uns insofern zurücknehmen, sie dürfen nicht zum Selbstzweck werden. Denn ab dem Moment, wo sie zu einem Selbstzweck werden, werden sie auch automatisch, das geht sehr schnell, zu einem politischen Instrument. Und da besteht dann wieder die Gefahr des Missbrauchs dieser Veranstaltungen aus der ideologischen Perspektive. Ja, danke. Also das hat mich jetzt sehr stark an Viktor Frankl auch erinnert. Ja, absolut. Ja. Ja, danke. Ja, sehr wertvoll. Danke. Alfred, wie ist es aus deiner Sicht? Ich möchte zum Ersten ansprechen, dass es so einfache Bilder, Otto, vermutlich nicht gibt. Es gibt nicht die einfache Friseurin oder den Bäcker. Natürlich gibt es die Friseurin und den Bäcker, ja. Ich habe 5 Geschwister. Alle sind kleine Leute. Keiner hat studiert. Alle sind so daheim geblieben. Daheim im Ätztal. Alle sind sehr einzigartig. Juwelen. Keiner ist ein kleiner Friseurlei. Mein Bruder ist Bauer, der andere ist Tischler. Und der andere Tapezierer. Meine 2 Schwestern, Krankenschwestern. Feine Leute, gute Leute. Soll ich Ihnen einen Ratschlag geben? Ich kann mit Ihnen reden. Sie lesen gern. Sie lesen gerne Bücher. Tut's Bücher lesen. Unterschiedliche, Romane. Es gibt so wunderbare Aufklärungs- und Erhellungsromane. Wiederer andere hat sich ganz in das Jüdische, ins Judentum hineinbegeben, hat die Kabbalah studiert. Ich bin ein Anthroposoph. Ich mache Klaus Otto Scharmer, U-Prozess, meditiere auf meine Art und Weise. Mein Großvater, Heilpraktiker, Kreitermandel, Tiroler Schamane. Meine andere Schwester ist eine Kreiterhex. Die geht im Wald. Ich maß mich nicht anzusagen. Und ich weiß, der Wandel ist schon lang, lang da. Viele sind schon ziemlich weit. Ja, danke, Alfred. Sehr, sehr erhellend, ja. Diese Perspektive nehme ich wahr, dass es ja kein Erfolgsrezept in dieser Art geben kann, sondern dass das immer individuell zugeschneidert sein muss. Es geht gar nicht anders. Ja? Die Frage ist, ob wir eine Idee haben, wie wir den Einstieg erleichtern können für Leute, die auf den Weg gehen wollen und nicht wissen, wo beginnen. Aber danke, Herr Mayer. Christian. Also ich möchte es aufgreifen, was der Alfred jetzt zuletzt gesagt hat mit den sogenannten einfachen Leuten. Was ich feststelle momentan im Bildungsbürgertum in Deutschland, was den Umgang mit Covid anlangt, dass besonders gebildete Menschen ganz besonders reinfallen auf ganz viele Dinge und dass sogenannte einfache Leute ein Herz haben und Sachen durchschauen. Also, dass ich halt diese Unterscheidung von den gebildeten, ungebildeten oder weniger gebildeten, von den klugen und weniger klugen, für nicht so glücklich. Wenn man ins Herz schaut, da ist das manchmal genau andersrum. Ja, das sind Leute mit weniger akademischer Bildung, die haben eine Herzlichkeit, eine Freundlichkeit und teilweise auch ein intuitives Weltverständnis, dass das von manchen Akademikern bei Weitem überragt. Und denen dann Tipps zu geben als Intellektueller, das ist eigentlich, müsste eigentlich genau andersrum sein. Also das ist keine Frage von Bildung, von intellektuellem Niveau, sondern es ist wirklich diese Herzensbildung, kann man das vielleicht nennen. Wie hat man das Herz ausgebildet? Und deswegen da Tipps geben ist schwierig. Eine Idee war gut, es gibt wundervolle Bücher, zum Beispiel Der kleine Prinz ist, glaube ich, das nach wie vor das meistgelesene Buch in Frankreich. Und der ist einfach genial. Und den, glaube ich, kann man teilweise mit 10 Jahren schon lesen. Es gibt einzelne Bücher, die mit unglaublich mächtigen Bildern arbeiten. Da gibt es wundervolle. Es gibt Der Papalangi, das ist, glaube ich, von 1918 ein Buch, das so eine Schamanensicht wiedergibt, die unsere Welt spiegelt. Das ist ungeheuer einfach zu lesen und unglaublich tiefgehend. Also, und auch die
das Neue Testament arbeitet ja mit ganz tiefen Bildern, ja. Und da sind Wahrheiten dahinter, die sind oft um Dimensionen tiefer als alles, was so aus dem intellektuellen oder universitären Bereich kommt. Deswegen dann jetzt da Tipps geben. Also es gibt wundervolle Bücher, ja, die kann man kann da auch empfehlen. Die meisten werden sie auch kennen. Und was sonst, gut, damit möchte ich es belassen. Danke. Ja, danke schön. Ja, jetzt haben wir einige Lösungsansätze diskutiert, haben auch erkannt, dass es kein Kochrezept gibt auf die einfache Art und Weise. Trotzdem zum Abschluss vielleicht noch in so einer Runde die jetzt da skizzierten Lösungsideen für Aktivitäten und Maßnahmen, nämlich eure persönliche Einschätzung jeweils von jedem von euch, welche dieser Dinge, die wir da jetzt diskutiert haben oder vielleicht etwas, das in euch jetzt entstanden ist, welche dieser Ansätze, glaubt ihr, haben hohe Chancen zur praktischen Umsetzung und gleichzeitig, dass sie auch einen nennenswerten Nutzen erzeugen? Und ich bleibe bei dieser Reihenfolge und beginne wieder beim Franz. Danke, lieber Otto. Ja, also ich möchte das jetzt etwas verallgemeinern. Ich denke, das gilt jetzt für alle Lösungsstrategien und Konzepte, die man sich überhaupt nur ausdenken kann. Es wird dann ein Erfolg werden, wenn die Menschen mit innerer Überzeugung aus dem Herzen heraus das, was sie für richtig halten, umsetzen. Und da ist es eben wichtig, dass man nicht einem ideologischen Ziel folgt, dass man nicht versucht, um jeden Preis nach einer bestimmten Theorie Recht zu haben, dass man nicht versucht, andere abzuwerten oder in die Schranken zu verweisen, also dass man nicht der einfachen Versuchung der Macht verfällt, sondern dass man in diesem Wir-Gefühl, ja, in dieser Gemeinsamkeit erkennt, wo habe ich Stärken, die dem anderen fehlen und wo kann ich daher meine Hand reichen. Nichts ist gefährlicher, als wenn man sich in der Hilfeleistung übernimmt, wenn man andere zu unterstützen versucht und dabei dann selbst scheitern muss, weil man diese Kraft und diese Stärke selber gar nicht hat. Ja, denn dann reißt man zwei in den Abgrund, ja, anstatt dass man an sich selbst noch eine Zeit lang gearbeitet hätte und gereift wäre. Und ich glaube, das ist jetzt einmal die oberste Warnung und die oberste Prämisse für jede Idee, egal ob die jetzt politisch ist, ob die jetzt das Geldsystem betrifft, ob die Gesundheitsmaßnahmen oder was auch immer betrifft. Der erste Schritt muss es sein, dass wir offen, ehrlich und auch mutig aufeinander zugehen, um die ehrlichen Aussagen aller verschiedenen Seiten einfach einmal so stehen zu lassen und auszuhalten. Ja. Und dann uns gegenseitig zu gratulieren, dass wir es geschafft haben, in eine neue Form eines ehrlichen Dialogs zu finden. Denn wenn wir gemeinsam eine Veränderung erreichen wollen, dann führt an dieser Ehrlichkeit kein Weg vorbei. Bitte Mikro einschalten. Danke, ja, danke. Ja, ich bin sehr bewegt, ja. Bin gespannt, was der Alfred da noch für Einschätzungen hat. Einen Schritt aus der Komfortzone. Verlassen wir die Komfortzonen und gehen in die Wachstumszonen und gehen aber nicht in die Überschätzungszonen, wie der Franz gemeint hat. Also das sind dann wenn man so weit draußen ist, dann verfällt man beim Rand wieder runter. Also verlassen wir unsere Couch-Potato-Art und gehen ins Lernen, ins Wachsen. Wo können wir gut lernen? Wir können gut lernen in Lernmilieus, die ein wenig anders sind wie bisher. Macht's Kurse, geht in Seminare. Es gibt so viele schöne Angebote, Bewusstseinsbildungsangebote, Menschlichkeitsentwicklungsangebote, ob das jetzt von Bodywork ist, wo man in den Körper geht und Yoga oder ob man geistig und meditiert oder kontempliert. Wenn ihr ewig schon geträumt habt, eine Fahrt auf den Jakobsweg zu gehen, macht's das. Mein Gott, geht's auf den Jakobsweg. Geht's Pilger nach Mariazell. Geht wieder zurück. Geht hin und zurück.
meine Empfehlung. Geht hin nach Mariazell und geht dieselben 3 Tage, die ihr hingegangen seid, auch bitte 3 Tage wieder zurück. Achtung, ich kann es nicht lang ausführen, warum ich das meine, aber beim Pilgern muss man auch zurückgehen. Wann hat man die Zeit, das zu reflektieren? Macht bei Pioneers of Change mit, eine Organisation, die ich mitgegründet habe. Macht bei der Akademie für Gemeinwohl mit, die der Christian Felber mitgegründet hat. Also macht Kurse, also das ist immer so Lernen. Dann geht in Bereiche hinein, die euch ein bisschen Angst machen. Aber nehmt da vielleicht einen oder zwei Freunde mit. Nehmt einen Mentor mit. Nehmt einen Coach mit. Haltet euch im Netz. Haltet euch warm im sozialen Netz. Ich habe hier ein Gemeinschaftswohnprojekt mitgegründet mit 30 Familien. Wir sind 80, 90 Menschen. Wir spüren Covid gar nicht. Wir umarmen uns, wir testen uns auch immer wieder sehr viel und so, aber wir haben hier Nähe. Wir sind nicht vereinzelt. Und wir haben jetzt 3 Tage lang gebetet, weil nach einem epileptischen Anfall meine Nachbarstochter im Koma gelegen ist. Wir haben 80 Menschen, 100 Menschen, wirklich nicht und noch mehr, aber wir 80 hier und aber die ganze Familie. Jetzt ist sie gestern aufgewacht. Ich habe Freudentränen gehabt. Ein junges Mädel, das plötzlich im Koma liegt. Plötzlich. Also seid mit dem Herzen verbunden, übt, lernt was, dann geht es in eure Angstbereiche. Und letzter Punkt, das hat mir der Dr. Karl Purzner gelernt, ein Psychologe in Wien, sprecht Tabus an. Also vielleicht gerade so, dass ihr nicht geköpft werdet. Franz, leider, ich sage das ehrlich, irgendwie... Menschen werden teilweise geköpft, jetzt übertragen gesprochen, aber mundtot gemacht, emotional fertig gemacht. Aber sprecht die Tabus an. Und ein Tabu ist Geld. Muss das Geld so sein? Redet über Geld bitte da draußen. Nicht schon übt mit dem Geld, schenken, leihen. Tut es das untereinander, es ist nicht verboten. Und sprecht an, ob das Geld so bleiben muss. Darf sich das auch wandeln? Ein letztes. Wir haben super schöne 17 SDGs, 17 Sustainable Development Goals. Wir sprechen von Greening Energy. Wir sprechen von Clean Water. 17 SDGs, die ganze Welt abgreifen, von Bildung über Inklusion, über was? Geld? Gibt es ein SDG zum Thema Geld? Gibt es das Thema Greening Finance, Sustaining Finance? Es gibt ein Unterziel im 17er Ziel, wie man das alles finanziert. Die Energiewende, die Agrarwende, die große Transformation. Wie finanzieren wir das? Hä? Aber dass im Finanzsystem selbst der Hebel ist. Mein Gott, sind wir blind. Mein Gott, sind wir blind. Ja, danke, Alfred. Christian? Das waren jetzt wunderbare Ausführungen, Schlussstatements schon. Es war ja die Frage, was wären konkrete Maßnahmen bei den gegebenen äußeren Umständen, die praktikabel, also die jetzt nicht Illusion, Utopie sind, sondern die wir wirklich machen könnten. Und ich würde da wieder 2 Dinge unterscheiden, das mehr nach außen gerichtete, das gesellschaftliche und das mehr nach innen gerichtete. Und nach außen gerichtete, was jeder tun kann, naja, es gibt jetzt neue Parteien, die sich gegründet haben, ja, alternative Parteien. Man kann einfach, in Deutschland sind jetzt im Herbst Wahlen, aber es kommen auch in allen Ländern ja regelmäßig Wahlen. Man kann teilweise jetzt andere Parteien wählen als zuvor, ja, ich will dafür niemanden propagieren, aber man kann natürlich seinen Stimmzettel versuchen zu nutzen, ja, statt ihn verfallen zu lassen. Man kann auch, aber es ist auch, der Franz hat da ein bisschen seinen Vorbehalt, man kann auch auf Demos gehen, wenn man will, wenn man das für richtig hält. Das aber macht nicht immer Spaß. Man kann auch sein Konto woanders aufmachen, als man es bis jetzt aufgemacht hat, bei Banken, die weniger oder nicht gewinnorientiert sind. Das sind so die Dinge, nach außen. Und das Zweite fand ich wahnsinnig gut, was der Alfred Strickel gesagt hat, Pilgerwege. Pilgerwege gehen und auch wieder zurückgehen. Ich muss gestehen, habe ich nicht gemacht bisher. Ich fühle mich mehr auf einem inneren Pilgerweg.
aber egal. Also in sich gehen, Pilgerweg finde ich eine super Idee, Auszeit nehmen, eine Woche auf einer Insel, auf einer Hütte oder Schweigeseminare, solche Dinge, und schauen, was steigt da auf. Und da ist wichtig, was auch vorher gesagt wurde, ich glaube, der Franz war es, dass man nicht ins Extrem schießen darf, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es ist unglaublich schwer, die Mitte zu halten, die Balance zu halten, denn es stürmt von einem ein, von allen Seiten, und man gerät relativ leicht ins eine oder ins andere Extrem, zum Beispiel Euphorie oder Depression, was auch immer. Also diese Mitte halten ist wahnsinnig schwer, und das wäre für mich so der Schluss, eigentlich gesunder Menschenverstand. Leute, denkt über den gesunden Menschenverstand, schaut euch die Welt an, möglichst mit möglichst wenig Vorurteilen, sondern so mit so normal wie irgendwie möglich eins und eins zusammenzuzählen und mit so viel wie möglich Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Das kann jeder Einzelne machen, egal ob ich beim Fenster rausschaue oder ob ich einen Artikel lese oder ob ich irgendwas am Bildschirm sehe. Immer wieder mal kurz zurücktreten, reflektieren und mit wirklich ehrlichem, gesunden Menschenverstand schauen, fragen, ist das richtig, stimmt das oder ist es nicht vielleicht, könnte man es nicht vielleicht völlig anders machen? Also da auch mein Appell, ich glaube, wir haben in uns eine ganz starke Vernunft, eine auch von mir ist auch Herzensvernunft, wie auch immer man das nennen mag, die an diesen gesunden Menschenverstand appellieren, und zwar so ehrlich wie möglich. Das hat auch der Franz gesagt, ja, hinschauen, objektiv hinschauen, nicht verurteilen, sondern anschauen. Wie man dann damit umgeht, muss jeder selber wissen, ja, aber ganz ehrlich, 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 Aufrichtigkeit, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg in die Zukunft. Danke. Ja, danke. Also, ich weiß nicht, wie das aushalten soll. Es finden ja noch weitere Interviews statt. Es ist das schon, hat richtig geflasht, muss ich sagen. Also, ich muss das selbst erst einmal alles verdauen. Ich denke, jetzt noch für die Zuseherinnen und Zuseher ein kurzer Ausblick. Also, es finden insgesamt 12 dieser Dialogrunden statt, dieser konstruktiven Dialogrunden, die auch dann veröffentlicht werden, einsehbar sind. Und die Sammlung all dieser Erkenntnisse und Vorschläge an Aktivitäten und Maßnahmen werden dann am Sonntag, den 11. April um 14 Uhr präsentiert. Und gleich im Anschluss daran besteht die Möglichkeit für alle Interessentinnen und Interessenten, auf einer Plattform, die wir eingerichtet haben, Adhocracy, sich zu einzelner dieser Aktivitäten und Maßnahmen zu beteiligen, zu engagieren, vielleicht sogar eigene einzubringen, dass also das Forum Seitenstetten als Plattform für einen konstruktiven Wandel zur Verfügung steht und wir mit diesen Beiträgen das unterstützen möchten. In dem Sinn, vielen Dank an alle Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank an euch drei. Und wünsche uns allen, dass möglichst viele dieser Ideen, Vorschläge, Aktivitäten und Maßnahmen umgesetzt werden und zu einem konstruktiven Wandel beitragen. Danke und auf Wiedersehen. Danke euch. Danke vielmals. Danke. Okay.